Leute, schaut euch das an, was ich am Strand entdeckt habe. Ich weiß nicht, was den armen Vogel passiert ist. Halte das kurz. Schaut euch, ich weiß nicht, entweder hat er gebrochene Flügel oder ich weiß es nicht. Der Patrick sagt, ich soll was machen, aber ich weiß nicht, ja, was soll ich machen? Ich bin kein Tierarzt und ich kenne mich nicht aus. Es schaut wie gebrochen. Er hat sicher Durst, warte, ich habe noch ein bisschen Wasser. Weil er schaut sehr, sehr ausgehungert und sehr durstig aus. Schaut euch das an, der Bursche hat richtig Hunger. Das Brot haben wir da gefunden. Ja. Ja, was glaubst du, seit wann es schon da ist? Ich weiß es nicht. Ja. Oh, du Armer. Es tut bah, stopp das nicht alles rein. Bist du gescheit, der hat Hunger. Aber ich weiß nicht, was das schaut, wie ausgekugelt aus hier. Das ist das Problem. Oh. Dann gehen wir zum Veterinär, such mal irgendeinen. Also ja. Das können wir nicht einfach so lassen. Ja. So, wir haben jetzt einen gefragt, einen aus Nicaragua, wo da irgendein Veterinär ist. Hier in San Juan del Sur gibt es keinen, irgendeine Nachbarortschaft. Und jetzt gehen wir im Hotel, fragen mal den Mann an der Rezeption, weil der kann perfekt Englisch, ob er uns vielleicht besser beraten kann. Wenn ich ihn hier lasse, ist es morgen vorbei wahrscheinlich mit dem Burschen, obwohl er jetzt gegessen hat und getrunken hat. Es gibt viele freilaufende Hunde oder keine, es ist einfach zu heiß für ihn und das überlebt er nicht. Dann schauen wir, ob uns dasselbe gelingt wie in Costa Rica mit den Schildkröten. Vielleicht erwischen wir oder helfen wir diesen kleinen Burschen. Schauen wir mal. So, liebe Leute, wir gehen gerade von einem Veterinär. Haben wir doch einen in San Juan del Sur erwischt. Da ist der Bursche, wie du sehen kannst. Nur leider, er kann für ihn nichts tun. Er hat gesagt, wenn er ihn irgendwelche Medikamente verabreicht, dann ist das toxisch, das würde er nicht überleben. Hier gibt es auch keine Tierkliniken, wie wir vielleicht in Europa oder sonst wo gewohnt sind. Deswegen, er kann ihm nicht helfen, ich kann ihm auch nicht helfen. Wir haben es wenigstens versucht. Er hat gesagt, wir sollen ihn irgendwo zu diesen Felsen da hinter mir bringen. Und da wird er halt seine Ruhe haben und ja, ihn einfach so der Natur überlassen. Deswegen gehen wir jetzt hin und suchen mal so eine super Stelle für ihn. Leider, wir haben es versucht. Ich hätte sogar auch bezahlt, egal was das kosten würde. Aber ja, wir haben halt Herz auch für die Tiere. Nur ich kann ihm nicht helfen. Und wenn der Tierarzt sagt, es geht nicht, dann kann ich auch leider nichts machen. Stimmt's, Kinder? Ja, da gibt es aber viele Fische angesprochen. Ja, wir haben auch was zum Essen, was zum Trinken mitgenommen und jetzt suchen wir ihn ein schönes Plätzchen. So, ich glaube, wir haben die richtige Stelle gefunden für den Burschen. Ja, da muss er halt, da muss er jetzt halt alleine durch. Ich kann da leider nichts mehr machen. Wir haben es versucht, da siehst du, wie die rechte Hälfte so nach unten hängt. Stimmt's, Kinder? Ja, leider können wir nichts mehr machen, aber immerhin haben wir es versucht. Das Beste zu machen, eigentlich habe ich in dem Video gesagt, dass wir noch zu den Felsen nach hinten gehen und Sonnenuntergang genießen, das schaffen wir heute auch nicht mehr. Das war einfach wichtiger. Das ist so ähnlich wie die Schildkröten in Costa Rica. Wir treffen oft so Tiere, die Hilfe brauchen, Kinder, stimmt? Ja. Es ist schon super, wirklich, aber leider, es tut mir so leid für den Burschen, aber ja, wenn der Tierarzt sagt, es ist einfach so, er kann nichts machen, ich kann leider auch nichts mehr machen, ich kann ihn nicht ins Zimmer mitnehmen. Und ja, da muss man uns verabschieden, Kinder, lassen wir ihn da, hoffentlich wird ihm noch gut gehen, da ist er halt in seinem Element, da ist ein paar Meter da von ihm entfernt ist halt mehr. Und da hat er ein bisschen Ruhe und Schatten, da wird er ungestört. Ich glaube, da wird es ihm gut gehen, stimmt, Kinder? Ja. Ja. Und in diesem Sinne, mach's gut, deine Padma Family, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, gehen wir, Kinder. Tschüss. Keine Angst, ihm wird gut gehen. Ja.